Ein einzelner Politiker bedroht die ganze Welt. Sogar solche Szenarien können ein Schmunzeln hervorrufen, zumindest wenn Horst Heitzinger die aktuelle Nachrichtenlage in einer Karikatur kommentiert. Doch selbst nach 50 Berufsjahren bleibt dem Künstler immer öfter die Spucke weg, wenn er sich mit der Weltpolitik auseinandersetzt. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr ganz sicher, ist es eine Alterserscheinung? Oder ist es tatsächlich so, dass die Welt mit jedem Tag verrückter wird? Also ich glaube, vor 20 Jahren wäre sowas wie Trump einfach nicht möglich gewesen oder sowas wie Johnson. Man hat seine liebe Mühe, die Wirklichkeit mit Satire zu übertreffen. Zur politischen Wirklichkeit gehört auch eine permanente Umweltzerstörung mit Beginn der Industrialisierung. Lange bevor der Klimawandel für jeden deutlich zu spüren war, hat Horst Heitzinger auch diese Problematik immer wieder in Karikaturen dargestellt. Nicht nur für die Nürnberger Nachrichten, die TZ und den Spiegel, sondern auch für den Bund Naturschutz, bei dem Heitzinger seit seiner Jugend Mitglied ist. Wir sind stolz darauf, dass Horst Heitzinger tatsächlich seine tollen Karikaturen, auch zum Teil Gemälde, umsonst zur Verfügung gestellt hat, wenn es darum ging, die Donau zu retten, für den Einsatz des Bund Naturschutz für ein gentechnikfreies Bayern oder vor allem auch in der Auseinandersetzung um die geplante Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf, um die Atomtechnologie, wo er letztlich uns seine Bilder geschenkt hat, damit wir sie auch zum Teil in großer Auflage gedruckt wieder für unseren Einsatz für ein atomfreies Bayern benutzen konnten. Auch deshalb hat der BN die Bayerische Naturschutzmedaille an Horst Heitzinger verliehen, und zwar im Museum Industriekultur in Nürnberg, Höhepunkt seiner Ausstellung mit Karikaturen des Preisträgers im Haus der Geschichte der Industrialisierung. Nur gemeinsam mit der Industrie können deren Folgen für die Umwelt abgemildert werden, eine Chance auch für neue Arbeitsplätze. Die wurden schon lange immer als Argument gegen Umweltschutz missbraucht. Mir gefällt eine sehr, sehr alte, sehr, sehr gut. Die ist im Jahr 1981 entstanden, zeigt einen Unternehmer, der auf der Erdkugel steht. Die bröselt vor sich hin, vor knapp 40 Jahren immerhin gezeichnet. Und der Unternehmer sagt dann voller Unverständnis den schönen Satz, ja, ich will doch nur Arbeitsplätze schaffen. Und die finde ich sehr, sehr schön. Die kann man in die Gegenwart wunderbar übertragen. Der Preisträger will auch mit über 80 Jahren den Zeichenstift nicht ganz aus der Hand legen, zumindest nicht für den Bund Naturschutz.